Ja, von der ersten Minute super reingestartet. Wirklich also über fast 90 Minuten eigentlich, bis auf wenige Phasen, wirklich dominant und super gespielt. Und ja, also wir haben uns einfach heute einmal wirklich belohnt für das, was wir jeden Tag arbeiten, und man hat gesehen, dass in der Mannschaft viel drinnen steckt, und so soll es weitergehen. Danke. Eine Frage habe ich noch. Hinter mir ist heute einer gesessen, der hat gesagt, die jungen Wilden vom Verteilerkreis, die Zangs hätte deinen Arrivierten aus Hartberg. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ja, also wir haben ja halt wirklich mit einigen Jungen gespielt im Sturm. Und ja, wir haben gewusst, wie wir uns einsetzen, weil wir uns eben auch schon kennen, teilweise von den Young Violets. Und war richtig geil zum Spielen, aber auch die Routines haben uns richtig gepusht und auch mir richtig den Weg vorzeigt, sagen wir so, und mich pusht und positiv und alles. Und deswegen also vom ganzen Team wirklich eine richtig starke Leistung. Was mich ganz beeindruckt hat zum Abschluss, möchte ich das noch fragen, bei diesem Konter, da hättest du auch einschießen können, du hast dann nochmal in Christoph vorgelegt, wie ein Klassestürmer, der dann gerne verzichtet, das war echt toll. Wie hast du das, hast du ihn gesehen oder gespürt, oder wie war die Situation? Naja, also der Mani hat mir super einen Ball in den Raum gespielt, ich bin allein aufs Tor zugelaufen, hab kurz um mich geschaut und hab gewusst, wenn ich nicht um mich spiele, ist einmal zu 100% ein Tor. Und wenn es zu 100% ein Tor sein kann, dann nehme ich die Wahl. Also bei so einer Chance muss ein Tor sein, und wie ist dann im Endeffekt relativ egal. Und ich glaube, die erste Hälfte von uns war eben die beste Leistung der Saison von uns. Wir haben uns alles zutraut, wir haben Chancen kreiert, wir sind dauernd gefährlich geworden, und dann ist es auch leicht, Tore zu schießen. Wir haben den ersten Zweikampf gewonnen, danach ist eins zum anderen gegangen, und ja, viel dazu kann ich nicht sagen, warum es heute so gelaufen ist. Du hast heute Tore geschossen, was bedeutet das für dich persönlich? Ja, Riesenfreude. Ich habe jetzt 3 Wochen nicht getroffen, jetzt wieder 3 Tore gemacht. Ich habe der Mannschaft eben so helfen können und einfach nicht 90 Minuten alles perfekt rennt. Von dem her bin ich einfach froh, dass wir die erste Hälfte so uns präsentiert haben und dadurch auch dann schon alles fixieren haben können.